Der ganze Berliner Stress kann einem auch schon mal zu viel werden. Also habe ich mir gedacht, fahre ich ins Erzgebirge, um mich zu erholen. Aus dieser sogenannten Erholung ist leider überhaupt nichts geworden. Freunde der Sonne, ich muss euch was beichten. Und zwar werde ich leider Gottes aufhören müssen mit Stadionvlog. Es war wirklich eine sehr, sehr schwere Entscheidung, aber es geht einfach nicht anders. Ich habe einfach gemerkt, es ist für mich nicht das Richtige. Und der Grund dafür ist einfach, ich gehe zu DSDS. Es bringt sich die Dämmerung auf dein Lied, meine Lippen verletzt. Sachsen-Derby! 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 Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sind wir in Aue. Das bedeutet Sachsen-Derby. Erzgebirge Aue gegen Dynamo Dresden. Meine Freunde, guckt euch an. Wir sind hier einfach mitten im Nichts. Und hinter mir ist schon das Erzgebirge Aue-Stadion. Ich muss euch sagen, ich habe hier schon ein paar giftige Fans gesehen. Leute haben mir schon gesagt, pack die Kamera weg. Leute haben mir schon schiefe Blicke zugeworfen. Vor allem mit Berliner Kennzeichen wirst du hier angeguckt, als ob du vom Mond kommst. Ich bin gespannt. Sachsen-Derby, super. Aue-Fans habe ich noch nie gesehen. Dynamo-Fans, super. 1+ mit Sternchen. Und ich habe hier tatkräftige Unterstützung. Wer von euch kennt noch diesen Mann aus dem letzten Dresden-Video? Einen riesigen Applaus für unseren Gast aus Dresden! Also jetzt realistisch, was sagst du, wie geht das Spiel aus? Ohne Fanbrille 4-0 Dresden. Nein, jetzt komm. Nein, 4-0. 4-0? 4-0 Dresden. Okay, werden wir nach dem Spiel sehen. Wenn nicht mindestens mit 2 Toren Abstand, dann ein kühles Blondes auf dich, okay? Okay, abgemacht. Okay. Und mitten auf der Straße laufen die Leute. Bruder, wo bin ich hier gelandet? Guck dich das an. Die laufen hier einfach, weil es keinen Gehweg gibt. Und so geht man zum Stadion in Aue. Ach du heilige Kacke. Digga, ich glaube, Aue hat gefühlt weniger Einwohner als mein Hochhaus in Berlin. Und guckt euch das mal an. Hier einfach Wald, kleine Landstraße und rechts einfach das komplette Stadion. Ich muss jetzt hier einfach über diesen Zaun laufen und dann bin ich im Aue-Stadion. Aber Bruder, warum sehe ich aus, als ob ich 20 Dinger geraucht habe? Auf 2 Stunden Schlaf ich Stadionblock für euch. Guck dich von meinen Augen an. Ach du Kacke. Und genau hinter uns ist ein fucking Berg. Bruder, wir sind hier einfach mitten im Nichts im Wald und einfach ein Stadion. Wie geil ist das bitte? Klimaschutz für uns alle. Freunde, das wird ein hitziges Spiel. Ich sage euch jetzt schon, das wird behindert. Bruder, das wird gleich sehr, sehr wild, sag ich euch jetzt schon. Hier brennt die Hütte. Aue spielt gut, Dynamo. Sage euch ehrlich, gefährliche Position. Gib mir den Ball, ich knall dir den da an den Winkel. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Ja, super aus. Schiri, der hat schon gelb. Das Stadion dachte, der Ball ist drinne. Bruder, Dresden, Kacke in Hose bis zum Rücken.
Polizei in Aue hat Schienbeinschoner an, falls er eingewechselt wird und kurz mal Stürmer spielen muss. Männer, ich sag euch ehrlich, langsam spielen, bisschen Kacke mit Tempo, schon ein bisschen Tore sehen, schon ein bisschen Action sehen. Fans, super, von beiden Seiten 1 plus ein Sternchen. Spiel geht so, 4 minus. War kein Elfmeter, oder? Nur hier unruhig. Ja. Die Männer sind sauer. Aggressionslevel 2022. Knapp. Sondern mit 83 Zuschauern. Vielen Dank. Minute spielt die Leitung. Sonst geht's ja aber noch gut, oder? Wo ist denn dein Schal? Ey, bist du nicht mit dem Schal reingekommen? Digga, haben wir den abgezogen. Aber bist du selber schuld, wenn du mit Dynamo-Sachen im Aue-Block gehst, oder? Ja, man muss ja deinem Heimat vertreten. Er hat dann lieber Schal weg als Kiefer weg. Voila Krise! Freunde, da ich wie ein professioneller YouTuber mal wieder vergessen habe, das Outro persönlich aufzunehmen, durch Onkel Jeffrey dieses Mal aus diesem Video raus moderieren. Danke auf jeden Fall an alle, die eingeschaltet haben. Respekt an beide Fanseiten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like auf das Video da. Kommentiert, wie ihr das Video fandet und wo ich als nächstes hingehen soll. Und wenn du sagst, Bro, meine Mannschaft ist die Nummer 1, was Stadions angeht, dann schreibe mir eine Nachricht und ich werde es einrichten, dass ich auch zu dir ins Stadion komme. Lass gerne ein kostenloses Abo auf das Video da. Bis zum nächsten Mal.